Herzlich willkommen zu Übung 5, Bettung einer Bodenplatte. Aufgabenstellung: Wir sollen das statische System modellieren, dann eine statische Berechnung durchführen. Dann sollen wir das ganze System noch verfeinern, indem wir den Balken diskretisieren. Begutachten Sie das Ergebnis zum Schluss. Ja? Das statische System ist hier gegeben, ist relativ einfach. Wir haben einen Stab, eine Bodenplatte, die kontinuierlich auf Federn gebettet ist. In der Mitte ist eine Einzellast. Die Einzellast wirkt bei 5 Meter und die Gesamtlänge ist 10 Meter. Okay. Hinweis: F soll 55 und 500 Kilonewton sein. Macht hier aber gar keinen großen Unterschied. Die Werte werden immer einfach nur 10 mal so groß. Ja, Querschnitt Materialwerte: Wir betrachten 1 Meter der Bodenplatte, Höhe 40 cm, statische Höhe 35 cm. Beton ist C2025 und Bettungsmodul 80 Meganewton Kubikmeter. Okay, dann gehen wir in den Infograph rein und legen als erstes die Tragwerksart fest. Das ist hier ebenes Stabwerk und speichern die Datei unter dem Namen Übung 5. Beton Bodenplatte. Gut, dann geben wir das Element ein. Das ist hier relativ einfach. Wir fangen bei 0,0 an und gehen bis 10,0. Mehr haben wir jetzt als System nicht. Wir haben auch kein Auflager, kein Einzellager irgendwo, sondern wir haben eine kontinuierliche Bettung. Das heißt, wir brauchen keine Festhaltung einzugeben. Dann kommen wir direkt zum Punkt Eingabe der Stabeigenschaften und des Materials. Wir wählen, wie wir das sonst bei anderen Aufgaben auch gemacht haben, ein Polygon. Und wählen hier wieder Rechteck. Diesmal ist es halt 1 Meter breit, das Rechteck. Und hoch 40 cm, also 0,4. Das D1 ist bei 5 cm. Okay. Nochmal mit OK bestätigen. Und dann können wir noch die Betonart ändern. Das ist hier C2025. Gut. Dann müssen wir jetzt auch noch eine Bettung eingeben. Das finden wir hier. Wir haben keine starre Festhaltung, sondern wir haben einen durchgehend nachgiebig gebetteten Stab. Deswegen macht man das hier. Gut, tragen wir das Bettungsmodul ein. Das ist hier 80 laut Aufgabenstellung. 80 Meganewton pro Kubikmeter. Bestätigen wir mit OK. Jetzt gehen wir einmal ins Skript und schauen uns mal die Informationen an, die hier stehen. Ja. Also anders als in den vorigen Übungen erhält der Balken keine starre Festhaltung, sondern ist durchgehend nachgiebig gebettet. Ja. Der Bettungsmodul ist eine Systemkringgröße und beschreibt die Nachgiebigkeit des Baugrunds. Also zum Beispiel kann ich das durch ein Baugrundgutachten ermitteln, ja, diesen Wert. Je höher das Bettungsmodul, desto geringer sind die Verformungen. Und wir haben jetzt in Z-Richtung müssen wir das Bettungsmodul eingeben, das ist wichtig. In X-Richtung können wir einen Wert größer als 0 verwenden. Ja. Das Bettungsmodul kann man nicht berechnen über diese Beziehung. Ja. Also Bettungsmodul Ks ist gleich Bodenpressung durch die Setzung. Ja, hier steht es auch nochmal, Bettungsmodul anhand von Baugrundgutachten zum Beispiel ermittelt. Kann nie ein exakter Wert angegeben werden. Wir haben immer eine gewisse Ungewissheit, weil ein Boden immer Inhomogenitäten aufweist. Ja? Okay. Dann steht hier noch, dass bei einer geringen Steifigkeit der Bodenplatte bzw. des Fundamentes und konzentrierten Lasteinwendungspunkten ist das Bettungsmodulverfahren liefert das ausreichend genaue Ergebnisse und kann damit hier sehr gut angewendet werden. Bei Gleichlasten ist das aber nicht gut. Ja, warum? Wenn ich eine Gleichlast habe, dann verschiebt sich die ganze Bodenplatte, ne, weil es ja komplett gleich gebettet ist, die ganze Bodenplatte um das gleiche Maß. Also ich sage jetzt mal 5 cm. Ja, also die komplette Bodenplatte hat eine Starkkörperverschiebung von 5 cm. Wenn sich die komplette Bodenplatte verschiebt und hier keine Biegungen auftreten, gibt es natürlich auch keine Momente, die da einwirken. Ja?
Das wäre also nicht geeignet. Also bei einer Einzellast ist es eine gute Möglichkeit, das zu machen. Bei einer Gleichstreckenlast wäre das Bettungsmodulverfahren nicht gut. Wie kann man dem entgegenwirken? Man könnte die Randbereiche der Platte mit erhöhten Bettungsmodulen ausstatten und dann ergibt sich auch wieder die Setzungsmulde. Also wir brauchen natürlich so eine Setzungsmulde. Es muss so sein und nicht ein Setzungsgraben. So darf es nicht sein. Es gibt noch ein weiteres Verfahren, das wenden wir jetzt aber hier nicht an, deswegen will ich da nicht mehr darauf eingehen. Das ist das steife Modulverfahren. Also wir wählen hier das Bettungsmodulverfahren. So, wie wir das gerade, hier steht nochmal, dass wir in X-Richtung irgendeinen Wert größer als 0 eingeben müssen und in Z-Richtung geben wir halt unseren tatsächlichen Wert von 80 MN pro Kubikmeter ein. Okay. Modellierung der Lasten wäre dann hier der nächste Punkt, das können wir dann hier wieder machen. Also Bettungsmodule haben wir eingetragen, dann geben wir jetzt hier die drei Lastfelder ein. Also einmal eine Einzellast wählen wir, Stablasten, Einzellast, sonst haben wir mal Knotenlasten gewählt, hier mal eine Einzellast, weil wir in der Mitte keinen Knoten angelegt haben. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich hier mittig klicke. Ich werde natürlich den Punkt nicht exakt finden, ist aber hier mit 4,96 schon ganz gut, aber ich überschreibe das einfach nach 5 Meter. Und jetzt gebe ich als erstes eine Kraft von 5 ein und wir sollen das Ganze ja noch machen für eine Kraft von 50 und für eine Kraft von 500. Also machen wir einfach einen Lastfall und machen das Ganze nochmal für 50. Neuer Lastfall, Einzellast. Und machen das Ganze für 500. Okay, dann haben wir alle Lastfelder angelegt. Und jetzt können wir schon die statische Berechnung durchführen. Ja. Berechnung, Statik. Null Warnung, null Fehler, das ist ja immer wichtig. Und jetzt gucken wir mal uns die Lösung an für 50 kN. Und da sehen wir, wir haben ein konstantes Moment von Anfang bis zum Ende. Verfeinerung der Diskretisierung des Balkens in dem Abschnitt. Bei gebetteten Stäben ist es nicht mehr möglich, Berechnungsorte vorzugeben. Es können nur Knoten berechnet werden. Ja, im Programm InfoCut wird für die Verformung eine kubische Ansatzfunktion ausgewählt. Wird ein gebetteter Stab belastet, ergibt sich somit ein linearer Verlauf des Moments. Wir wissen, wenn ich die Verformung ableite, bekomme ich meine Verdrehung. Das heißt, dann bekomme ich aus dem kubischen Verlauf einen quadratischen Verlauf. Und wenn ich meine Verdrehung ableite, bekomme ich meinen Momentenverlauf. Dann kann der Momentenverlauf also nur linear sein. Ja? Und wenn ich den Momentenverlauf ableite, bekomme ich meine Querkraft und die kann nur konstant sein. Ja? Das ist natürlich nicht richtig. Wir können keine konstante Querkraft über die gesamte Länge haben. Ja? Deswegen ist das mit einem Stab natürlich nicht richtig abgebildet. Deswegen muss ich das Bauteil in mehrere kleine Elemente unterteilen. Und so, dass wir über die Länge mehrere Knoten haben, an denen die Berechnung durchgeführt wird. Ja? Dafür markieren wir die Stäbe und diskretisieren das wie folgt. Ja, wir verfeinern das ganze System. Das machen wir mit der Verdichten-Funktion und teilen. Wir sehen, wie wir es unterteilen sollen. Im ersten Schritt wird der Stab in zwei gleich große Stäbe unterteilt. Machen wir das. Also machen wir die Ergebnisse einmal ausblenden, klicken den Stab an, verdichten, teilen in zwei Teile. Jetzt haben wir zwei Stäbe und jetzt berechnen wir das Ganze nochmal. Berechnung Statik, wieder 0 Warnung, 0 Fehler. Und dann lassen wir uns das Moment nochmal anzeigen. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir kein konstantes Moment mehr. Jetzt ähnelt der Momentverlauf deutlich mehr dem tatsächlichen Verlauf, aber es ist immer noch nicht der richtige. Ja? Also wir nähern uns an. Mehr können wir jetzt hier gerade noch nicht machen mit den zwei Stäben. Das heißt, wir machen eine zweite Verfeinerung. Im Script steht,
Im zweiten Schritt werden die beiden Stäbe wieder in jeweils 4 gleich große Stäbe unterteilt. Ja, blenden wir nochmal den Momentverlauf aus und gehen jetzt hier auf Verdichten. Wählen erstmal die Stäbe aus, die wir verdichten wollen. Dann verdichten. Und zwar in 4 Teile. Teilen erstmal. Dann in 4. Und dann sehen wir schon, dass wir hier insgesamt 8 Stäbe haben. Und wir führen eine erneute Berechnung in Statik durch. Und gucken uns jetzt den neuen Momentenverlauf an. Ja, wir nähern uns also hier schon deutlich dem Momentenverlauf, der sich hier einstellen würde, an. Jetzt ist im Skript nochmal eine weitere Unterteilung in 8 gleich große Stäbe. Wir können es einmal machen, wir werden aber die Fehlermeldung bekommen, dass wir das mit der Studierendenversion nicht machen können. Ja, ich blende das einmal aus. Ja, Berechnung. Quatsch, erstmal verdichten. Dafür wählen wir die Stäbe aus. Verdichten, teilen, 8 Teile. Und dann sehen wir, okay, mit der Studierendenversion geht das nicht. Ja? Wir haben das einmal mit der Vollversion hier gemacht. Das können wir uns gleich im Skript mal das Ergebnis angucken, wie der Verlauf also eigentlich hier aussehen sollte. Gut, dann ist im Skript nochmal eine Handrechnung aufgeführt. Die können Sie sich auch in Ruhe anschauen, wenn Sie möchten. Ja, also hier sind so Beziehungen, wie man KS bestimmt. Und dann ist hier so eine Handrechnung, wie man mit der Federsteifigkeit und so weiter das Bettungsmodul ermittelt. Und man sieht halt, umso feiner man das Ganze diskretisiert, umso besser passt der Verlauf mit dem wirklichen überein. Also hier sehen wir auch nochmal die Querkraftverläufe hier bei einem Stab, bei 2 Stäben, hier, das war bei einem Stab, hier bei 2 Unterteilungen, dann die nächste Unterteilung und hier unten ist die ganz feine Diskretisierung, die halt mit der Vollversion gemacht worden ist. Ja? Dann bekommen wir auch hier einen schönen Verlauf in der Querkraft, wie er tatsächlich sein sollte. Okay, also, wie gesagt, schauen Sie sich die Handrechnung einmal in Ruhe an. Und die Ergebnisse können wir hier nochmal schauen für 50 kN. Wir sehen halt hier, bei einem Stab haben wir ein konstantes Moment, was natürlich nicht richtig ist. Bei 2 Stäben wird es schon realistischer. Ja. Und bei den Anzahl der Unterteilungen in insgesamt 4 Stäben, das hatten wir jetzt auch nicht, wir hatten 8 Stäbe. Ja. Das ist das. Und wenn man das tatsächlich hier in 128 Stäben unterteilt, dann sieht man, dass man hier einen sehr schönen Verlauf kriegt. Wobei wir mit den 8 Stäben jetzt gar nicht mehr so weit weg sind von dem. Ja, also für einen groben Verlauf ist das, glaube ich, schon ganz okay, ja, um den zu erkennen. Ja, und Verformung sehen wir eigentlich, dass von Anfang an der Verlauf passt, aber der Wert nicht. Ne? Wir haben hier 1,7, dann hier 0,2, aber selbst mit 2 Stäben haben wir schon eigentlich eine Verformung, die ziemlich nah an der ist, die am Ende rauskommt. Bodenpressung, das gleiche hier, konstant. Bei 2 Stäben sieht man, es passt sich dann nach und nach an dem wirklichen Verlauf. Auch hier mit den 8 Stäben sind wir bei der Bodenpressung schon sehr nah an dem tatsächlichen Ergebnis.